Liebe Freundinnen und Freunde, für uns ist vollkommen klar, dass die Abkommen in der Form gestoppt werden müssen. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie auf die Argumente hört, dass sie auf die Bevölkerung hört und CETA ganz eindeutig ablehnt und die Verhandlungen zu TTIP stoppt. Nämlich TTIP ist bereits jetzt so verkorkst, dass da nichts Gutes mehr rauskommen können. Deshalb unsere Forderung ist klar, CETA ablehnen, TTIP-Verhandlungen stoppen und dann was Vernünftiges machen. Denn es gäbe auf internationaler Ebene genug zu tun. Man könnte endlich dafür sorgen, dass das Abkommen von Paris vernünftig umgesetzt wird. Man könnte endlich dafür sorgen, dass wir zu fairen internationalen Handelsstandards kommen. Man könnte endlich dafür sorgen, dass die ILO-Kernarbeitsnormen entsprechend international größere Geltung bekommen. Man könnte endlich dafür sorgen, dass es zu den Lieferketten, dass es nicht mehr zu so unmenschlichen Bedingungen in den Fabriken in Bangladesch, in anderen Ländern kommt, wo unter unmenschlichen Bedingungen T-Shirts und andere Kleidung, die zu uns exportiert wird, genäht wird. Man könnte endlich dafür sorgen, dass die Ausbeutung der Landwirtschaft und der Indigenen und der Kleinbauern in Südamerika beendet wird. Man könnte endlich dafür sorgen, dass die Ermordung und Vertreibung der Indigenen und Kleinbauern beendet wird. Es gäbe auf internationaler Ebene, wenn man an die ganzen Kriege und Bürgerkriege denkt, Unmengen zu tun. Was es nicht braucht, ist ein weiteres Deregulierungsabkommen, ist ein weiteres Abkommen, das die Bedingungen für kleine Bauern, die Bedingungen für Verbraucher, die Bedingungen für Mittelstand verschlechtert und verschärft. Deshalb unser ganz klarer Appell. Wir erwarten, dass CETA abgelehnt wird und wir erwarten, dass die Verhandlungen zu TTIP abgebrochen werden. Vielen Dank, Anton Hofreiter.